Dieses Video erklärt dir, wie man in Power BI eine Legende manuell sortieren kann. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt, wie immer, viel Spaß mit diesem Video. Anhand eines Beispiels möchte ich die Vorgehensweise erklären, wie man eine manuelle Sortierung in einem Diagramm vornimmt. Dazu erstelle ich zunächst unsere Auswertung. Dazu wähle ich ein Säulendiagramm und wähle nun die entsprechenden Attribute. Ich wähle eine Zeitdarstellung auf Monatsbasis, die Menge und nun möchte ich die Kategorien pro Monat mir anzeigen lassen. Wie man sieht, wird automatisch nun eine Sortierung bzw. in diesem Fall alphabetischen Sortierung in der Legende vorgenommen. Meine Legende ist die Kategorie hinterlegt. Wie kann man nun sozusagen eine manuelle Sortierung für dieses Attribut vornehmen? Dazu gibt es einen Workaround mit Hilfe einer manuellen Tabelle. Dazu wähle ich im Menü unter Daten, Daten eingeben und kann in diesem Fenster sozusagen eine neue Tabelle erstellen. Ich nenne diese Kategorie, wähle als Spaltenname meinen Schlüssel und als zweite Spalte die Sortierung. Ich gebe nun unsere vier Kategorien ein. Einmal Bars, Cookies, Crackers und Snacks. Ich möchte nun die Reihenfolge so, dass die Snacks als erstes sind, die Crackers als zweites und die Cookies 3 und zuletzt die Bars. Anschließend bestätige ich mit Laden und habe nun diese neue Tabelle angelegt. Anschließend erstelle ich eine neue Spalte in meinem Dataset und nenne diese manuelle Sortierung und wende nun eine DAX-Funktion an. Related. Ich wähle nun die Sortierung aus und habe nun sozusagen meine Sortierung hinterlegt. Abschließend benötigt es noch einen Schritt. Dazu gehe ich in den Datenbereich und sehe bereits, dass das neue Feld manuelle Sortierung bereits verfügbar ist. Nun selektiere ich die Kategorie und wähle nach Spalte sortieren im Menü und wähle die manuelle Sortierung. Dadurch sehe ich nun die neue Sortierung, beginnend mit Snacks, Crackers, Cookies und Bars. Wie ihr seht, könnt ihr dadurch eine manuelle Sortierung in euren Auswertungen hinterlegen und anwenden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Tschüss und bis bald.